Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battlefield, wollte ich schon sagen. Ja, eben nicht Battlefield. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fortnite Battle Royale. Ja, dem Killerspiel 2018. Wo landen wir denn jetzt am besten? Wow. Wir landen bei einer Schurkenbase. Ja, ich habe gestern Stream gemacht, aber auf Battlefield habe ich gerade nicht so Lust, muss ich sagen. Ja, Rainbow geht gerade nicht. Da sind leider Wartungsarbeiten, deswegen muss ich bei Rainbow leider ein bisschen warten, bis ich das spielen kann. Ja, deswegen spiele ich jetzt mal Fortnite, weil, wie gesagt, Battlefield 1 habe ich gerade nicht so die Lust. Eigentlich müsste ich es aufnehmen, ich weiß. Oh. Willkommen in der Schurkenbase. Hat sich hier gerade einer ausgelockt oder was? Komisch. Ja. Battlefield 1 wird wahrscheinlich noch kommen, aber ich habe gerade einfach mal ein bisschen mehr Lust auf Fortnite. Ich muss Fortnite auch sehr viel spielen, weil, ja, ist ja neue Season und so, ihr wisst Bescheid. Okay, keine Ahnung, wo der Typ hin ist, ich gucke mich mal noch ein bisschen weiter um. So. Okay, hier ist schon mal nichts. Ah, das gibt Metall. Nicht mal so wenig. Coole Sache. Die haben viel mehr Metall mit eingebaut. Das finde ich echt super. Ich höre nur eine Kiste. Die kommt weg. Die mache ich mal nach hinten. So. Die Kiste ist vielleicht über uns oder direkt irgendwo unter uns. Unter uns irgendwo. Ach so, oh lol, ja, okay, gut. Ein kleines Schlafgemach. Hä, was habe ich denn jetzt aufgesammelt? Wir haben kein einziges bisschen Holz. So hat sich jetzt geändert. So, gehen wir mal raus gucken. Was ist denn jetzt hier so der Plan? Die Zone ist Richtung Tilted. Okay, nice. Den Battle Pass werde ich jetzt übrigens nicht erklären. Da könnt ihr bei mir im Stream nachschauen, wie was es alles so Neues gibt. Und was sich so verändert hat. Hat sich mir eine ganze Menge getan bei Battle Royale. Okay. Dachte, ich hätte was gehört. Gut, holen wir uns mal so ein Ding hier und dann nichts weg. Da hinten ist auf jeden Fall schon mal was gebaut worden. Nicht ein. Einmal noch springen. Schade. Ach, da oben ist es gebaut. Guck mal. Guck schon mal einer an. Da oben wird gerade frisch gebaut. Vielleicht will er sich einbauen.
Leute. Manche Leute gehen mir doch ein bisschen auf den Sack. Dass die Schrotflinte jetzt 8 Schaden gemacht hat, kann ich gut verstehen. Diesmal meckere ich auch nicht über die Schrotflinte, so wie sonst immer. Hier ist eine Kiste gewesen. Aha. Stimmt, die ist ja manchmal hier. Erstmal heilen und dann... Ah ja, die Zone kommt ja, alles gut. Also ich weiß noch nicht, ob ich Battlefield dann wieder abbreche. Was heißt abbrechen? Eine Battle Season ist so lange, wie ich Bock drauf habe. Und ich habe eigentlich Bock auf Battlefield, nur ich habe 4 Battle-Spiele. Jetzt will sich mein Fernseher wieder verabschieden, super. Muss gleich nochmal einen Spot finden. Und 4 Battle-Spiele ist ein bisschen viel, oder? Findet ihr nicht auch? Ich glaube ja. Deswegen habe ich mir vielleicht gedacht, werde ich Battlefield dann absetzen. Was heißt absetzen? Also, ne, erstmal wieder pausieren, die Battle Season 2. Da vorne ist einer. Nee, da riskiere ich mal lieber nix. Wir haben noch Zeit, ich muss noch meine Fernbedienung kurz finden. Wo ist die denn jetzt hier? Scheiße. Wo ist meine Fernbedienung jetzt hin? Oh nein. Du kleine Hure, gib mir deine Scar. So. So, wir wollen ja kein Risiko eingehen. Was ein geiles Gameplay gerade irgendwie. Ist recht angenehm, finde ich. So zum Zuschauen. Ach, nur meine Nase nervt wieder. Ah, ich muss gleich niesen. Ah. Ich muss diese scheiß Fernbedienung finden, ohne Witz. Wenn ich die nicht finde, geht mein Fernseher gleich aus. Das wäre uncool. Das wäre gar nicht cool. Gar nicht cool. Da ist sie. Ah! Ich weiß doch gar nicht, warum der mal ausgehen will. Ich habe keine Ahnung. So. Rüber nach Salt. Ja, dann sollten wir uns mal beeilen. Also mir gefällt die neue Saison tatsächlich bisher am besten. Vom Battle Pass her und von den Änderungen her finde ich sie absolut geil. Ich hoffe aber, dass sie das wie angekündigt machen, dass da irgendwas jede Woche geändert werden soll an der Map. Bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Ich hätte den Schildtrank trinken sollen und dann das Jagdgewehr wieder mitnehmen müssen. Na, fuck. Egal, scheiß drauf. Wir werden schon noch den Sniper finden. Glaube ich. Lasst euch nicht von meinen Schnupfen irgendwie ablenken. Leider Gottes ist das ja öfters der Fall. So, ich sehe jetzt hier aber keinen mehr. Ich vergesse immer, dass da hinten noch der Krater ist, ne? Ich vergesse das immer. Da werden sich bestimmt auch noch viele rumtummeln. Aber ich will es jetzt nicht riskieren, da extra nochmal hinzugehen. Das ist mir zu blöd. Ich hätte zwar die Zeit, aber ne. Nee, lieber nicht. In Zweite gibt es keinen Einschlag, ne? Das heißt, da gibt es keine mit Speedrunners-Kräften, ne?
Das heißt Speedrunners-Kraft, ist eher so diese Tribes. Kennt ihr Tribes Ascent? Ist auch so ein Free-to-Play-Spiel, da war das auch so, dass du halt. Da oben ist übrigens ein Lama. Lull. Einfach mal Lull. Ich geh doch da jetzt nicht rauf, Alter. Doch nicht, wenn nur noch 11 Leute leben. Was war denn das da gerade? Das wird jetzt sowas von wehtun. Ich komme da oben nicht hin, ne? Nein, von hinten! Ach, fuck! Ja, es war eine dumme Idee, ich hab's gesagt. Ich hätte es nicht machen sollen. Ich hätte es nicht machen sollen. Ich habe nicht mal alles aufgesammelt bekommen. Nur 2 Medipacks und ein bisschen Munition vielleicht, ey. Ja, war nicht so gut. Schade. Wirklich schade. Aber es war trotzdem eine coole Runde. Ja, also die ersten. Der erste Kill war jetzt nicht der beste, der zweite war aber super. Der dritte, nee, warte mal, der erste war ja der Free Kill quasi. Ja gut, der ist, Free Kill ist Free Kill. Der zweite war nicht so super, aber der dritte war cool und jetzt der vierte, der war auch noch in Ordnung. Also, ja. Mal gucken, was jetzt so geht. Wo landen wir denn jetzt? Wir könnten jetzt in der Villa landen, aber da werden jetzt viele landen. Also hier. Wir landen mal noch an einem Spot, den ich kenne, wo auch was verändert wurde. Ja. Wir landen gleich in Moisty. So. Bei Moisty wurde jetzt ja auch ein bisschen verändert, wie man hier unten ja sehen kann. Da. Oder hier Shifty wurde auch ein bisschen verändert. Also hier. Dass man nicht mit den. Das ist so kacke, dass man das nicht genau langsam machen kann. Das hier ist das Langsamste. Das ist schon zu schnell. Hier oben ist auch was verändert worden. Da ist ein Teil von Dusty irgendwie. Alles habe ich mir natürlich noch nicht angeguckt. Wir können natürlich auch mal in Risky Reels landen. Doch, das können wir mal machen. Das habe ich im Livestream nicht gemacht. Das können wir dann jetzt in der Folge mal machen. Ja, wow. Ja, wenn er halt öfter springt, dann. Alter, wie lange dauert denn das jetzt, ey? Will hier keiner mehr spielen? Oder was ist hier los? Sogar synchron wackeln. Wie geil war das denn? Okay, Moisty. Nee, Risky. Sorry, Risky Reels. Risky, Risky. Risky, Whisky. Aber Risky Reels ist nicht so geil. Also, es ist zwar eine Stadt. Ja, ist eine nette neue Ergänzung so. Die gucken sich auch bestimmt noch viele, viele an. Aber meins ist es jetzt nicht. Und wird es auch nicht werden, glaube ich. Also so zum Landen vielleicht schon. Ich meine, da sind ja auch jetzt auch die Bäume, ne? Die beiden Kisten. Können wir den Kisten landen? Komm, wir landen jetzt bei den Kisten. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal ein schöner Start. Der hat schon mal 11 Schaden bekommen. Der denkt sich jetzt auch so, what? Willst du mich einfach auch schon oder was?
Und ja, will ich. Ich glaube, von hinten hat gerade einer geschossen, kann das sein? Leute, habe ich mich gezeigt, ich Vollpfosten. Ich hätte die Schildtränke trinken sollen, ich Idiot. Ach Mann, das war scheiße. Ich hätte die... Ach Mann, das regt mich schon wieder auf. Aber diese... Weißt du, was das Problem ist? Diese Steine sind super laut. Die sind unfassbar laut. Also das ist schon ein bisschen nervig, so laut sind die, ey. Finde ich nicht cool. Aber gut. Ändern kann ich es ja nicht. Das kann man leider wirklich nicht ändern. Also das müssen die aber irgendwie noch rauspatchen, dass es so laut ist, weil ich höre halt sonst keine Schritte mehr. Bisschen Gitarrengefiebel. So, wo können wir denn jetzt landen? Jetzt können wir vielleicht in der Villa oder nach Moisty. Weil hier, das da, ich mag das nicht so. Also, ich finde zwar die Idee cool, das Einzige, was ich halt ein bisschen blöd finde, ist halt wirklich, du hörst halt keine Schritte, wenn du das hier benutzt, diese ganzen Dinger, die da rumliegen. Das ist der einzige Nachteil, den ich so wirklich daran finde. So, landen wir mal Moist oder Villa. Wir landen jetzt mal Moist. Liegt einfach daran, dass ich mir da noch nicht alles angeguckt habe. Und ich wurde immer gekillt von irgendwelchen Leuten, wenn ich Duo gespielt habe. Weil ich keine Waffe hatte oder nur eine Pistole. Obwohl, selbst da habe ich manchmal auch Kills gemacht. Also, falls ihr euch denkt, warum machst du nicht die wöchentlichen Herausforderungen? Die habe ich schon lange alle gemacht. Innerhalb von... 4 Stunden habe ich die alle fertig gehabt. Und das Schwierigste da tatsächlich war... Was war das Schwierigste nochmal? Die Truhen waren nervig wieder mal, wie immer. Eigentlich war da nichts wirklich schwer. Nö. Die Pistolenkills habe ich alle in einer Runde gemacht mit der Deagle. So. Hier ist, glaube ich, keiner mitgelandet. Finde ich persönlich auch ganz gut. So können wir uns mal ein bisschen umschauen hier. Sieht nämlich alles eigentlich ganz geil hier aus. Die sind verdammt viele Schrotflinten irgendwie. Nice. Das ist doch schon mal schön. Und sehr viele Munitionskisten. Leck mich am Arsch. Ey, wie viel Schuss wir jetzt schon haben an Schrotflinte? Holy fuck. Okay, finde ich ja recht interessant hier.
Die haben auch nicht ganz so viel von Moist jetzt weggenommen. Aber es ist schon recht viel. Irgendwie, finde ich. Aber ich finde es ehrlich gesagt auch ziemlich cool hier jetzt so. Also noch cooler. Ich fand der Moisty schon damals sehr cool. Einfach aus dem Prinzip, weil... war hier gerade ein Gegner? Habe ich da oben gerade was gehört? Komisch. Also an der Elgato kann sie es mal nicht liegen, ja? Die ist sich immer schuld. Nur 24-7? Nee, Quatsch. Also sie ist schon sehr häufig schuld, aber... Das hat sich gerade halt echt nach einem Gegner angehört. So. Solange ich nicht 6 Pimpelgranaten irgendwie an einem Fleck finde, nehme ich die nicht mit. Weil Schildtrank ist doch ein bisschen wichtiger. Oh, ist da hinten etwa eine blaue taktische? Nice. Also ich muss sagen, die haben einen Teil von Moisty und wir sind sogar noch in der Zone. Oh, ist nicht dein Ernst, ist es geil. Ist nicht dein Ernst. Ah, das kommt davon, wenn man eine Zone, einen Weg findet, wo keiner hingeht. Ach Mann, meine Nase. Ah, Mann. Ich werde Rainbow erst aufnehmen, wenn alles wieder gut ist. So, hier unten auch noch irgendwas. Ein bisschen Muni. Da auch. Okay. Die Truhe wurde geöffnet. Nee, doch nicht. Hä? War die nicht gerade geöffnet? Okay, hat sich nichts verändert, dann war ja doch wohl keiner. Dennoch müssen die Bäume sterben. Hab zwar viel Holz, aber ein bisschen mehr kann ja nie schaden. Jetzt gehen wir mal ins Gefängnis. Stimmt, da war ich noch gar nicht. Da hat sich ja auch so einiges getan. Da wird sogar geschossen. Nice. Den hab ich dir wohl weggenommen. Hätte auch eine Scar. Ah, wo ist denn der andere gestorben? Ach, hier. Da drin ist sogar noch ein besseres LMG. Ja, aber das sind so die besten Waffen eigentlich, die ich jetzt habe. Ach, das ist eine Dings, eine Minigun.
Ja, wir haben jetzt eigentlich so gute Sachen. Guck mal, hier sind zwei Truhen draußen, allein hier, immer auf den Autos. Wenn überall ein Krater eingeschlagen ist, kommen die natürlich mit den Wagen. Und da ist dann immer so ein Ding drinne. Ah, meine Nase, nein. Ah, ich muss niesen. Oh Gott. Ah, okay. Ich glaube, ich muss doch nicht niesen. Alter, ist das ätzend. Mal alles hier nachladen. Ah, die Pumpe muss, okay. Wo. Weitere Truhen müssen wir eigentlich gar nicht öffnen, außer vielleicht für Dingens. Für kleine Schildtränke. Da können wir aber mal kurz hier nachgucken. Achso, oh ja. Ist weiß. Alles klar. Ich dachte, der wäre grün gewesen. So, nach der Runde höre ich aber die Folge so oder so auf. Hat da 30 Minuten Fortnite mal wieder. Aber wie gesagt, die Folgen sind jetzt eh ein bisschen länger, weil ich nicht mehr so viel hochladen will. Ah, Mann, ey. Nur für den Notfall ein bisschen was mitnehmen. Wir sind ja sogar schon in der Zone drin, ey. Das Einzige, was noch geil wäre, wäre statt einer Liegen ein Sniper. Ich muss halt der Sniper einfach mal ein bisschen üben, ey. Die scheint leer zu sein. Die Kiste war aber gerade nicht auf, oder? Die Kiste war auch gerade eben nicht auf, oder? Also. Vielleicht kommt noch einer aus der Zone gerannt. Keine Ahnung. Ha. Die Kiste war vorher doch zu. Die hat doch noch geleuchtet. Muss mal ganz kurz was machen. So. Oh nein, das endet jetzt wirklich im Krater? Ach du Scheiße. Da wird mir eine Scout nichts bringen. Da liegt sogar einfach eine Scar rum. Also derjenige, der den gekillt hat, der hat auf jeden Fall schon mal eine Scar gehabt. Anders geht's ja nicht. Oder eine andere Ausrede. Da war doch gerade einer. Oder eine andere Ausrede, der war. Eine Challenge machen.
Danke für 8 Schildtränke. Junge, Junge, Junge. Oder 10 insgesamt. Habe ich überhaupt schon Schaden bekommen in der Folge? Also, ich meine jetzt in der Runde hier. Irgendwie ja nicht, ne? Ich habe 3 Kills ohne Schaden zu kriegen. Und mit der Schrotflinte habe ich total daneben gedeppelt, ey. Ach, ich wusste doch, ich habe einen gesehen gehabt. Das war der. Das war der auf jeden Fall. Das war was etwas Dunkles. Also. Nein! Alter, hat mir... Ich bin immer mal ein bisschen vorsichtig, lade alles nach. Fünf Leute noch. Ey, das könnte ein Sieg werden. Ah, wo ist hier eine Holzader? Ne, es ist einfach nur eine Holzwand, okay. Ganz das Depot ist noch fucking mit drin. Scheiße, ey. Fünf Leute. Ey, wenn das jetzt ein Sieg wird, dann wäre das mal der erste Sieg seit langem mal wieder. Letzten Monat habe ich gar keinen Sieg gemacht, also jedenfalls nicht in der Aufnahme. Siege habe ich tatsächlich, natürlich habe ich schon Siege gemacht, aber halt nicht recorded. Oh nein. Nein, sag mir nicht, dass da oben einer ist. So. Es geht genau in das die rein, ich glaub's nicht, ey. Alter, ich kann's nicht fassen. Ja, ich muss jetzt mal kurz ein bisschen schimmeln, weil... Ach, warte mal, ich hab... Oh Gott! Ich hab ganz vergessen, dass ich noch meine Schildtränke hab. Du willst mir jetzt weismachen, dass ich mit der Heavy Pump getroffen habe, 63 Schaden gemacht habe oder so ungefähr, ich weiß es jetzt nicht. Und der macht mich One-Hit 150 mit einer normalen Pump. Dieses Spiel ist absolut beschissen. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Fortnite Battle Royale. Haut rein und ciao. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß.